Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal zu einem weiteren Opening von Yu-Gi-Oh! Diesmal Eternity Code. Früher als erwartet, da in England das Produkt schon verkauft wurde, hat Konami gesagt, okay, wir kippen das, ihr dürft es jetzt in Deutschland auch verkaufen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Fantamen Games in Berlin dafür, dass wir es jetzt schon erhalten haben. Und genau, lasst uns nicht lange warten, lasst uns aufmachen, würde ich sagen. Es sind sehr, sehr viele gute Karten drin. Gestern kamen, oder vorgestern, kamen viele Spoiler jetzt schon. Vor allen Dingen auch, dass Effekt Wailer als Starlight Rare, aka Prismatic Rare, drin ist. Und natürlich hoffen wir bei unserem Pool, natürlich noch aus einem Display, leider Gottes, dass wir auch einziehen. Neues Produkt ist etwas anders diesmal. Die Laschen sind neu. Und ja, genau, machen wir auf. Auf viele Karten werden wir eingehen, wahrscheinlich auf die ganzen Holos auch. So, Herr Donnerdrachen. Goldlöckchen. Marinesess. Flodierender Flora. Und Tiefsee Prismadonna. Die erste Ultra Rare aus dem ganzen Set. Schön. Übrigens, wenn ihr es gemerkt habt, seit dem letzten Set, Secret Slayers ist hier unten jetzt neu zu stehen. 2020 Studio Dice. Und nicht mehr Kazuki Takahashi. Was das bedeutet hat, wissen wir leider nicht. Aber ich glaube, das wird Konami uns bald noch verdeutlichen. Tornado-Abschuss. Todfeind. Parallel-Exit. Und Melissin, Dame des Jammers. Das ist die Super Rare. Soweit ich weiß, glaube ich, ist es auch die Promokarte zu den Z. Da ist ja, naja, soweit ich weiß, glaube ich, ein Ultra. Gab es in England oder so. Und zu den Promokarten für den Vorverkauf weiß man bisher noch nichts. Das wird aber auch demnächst halt alles bekannt gegeben werden. So. IQ. AI-Kontakt. Resonator-Kommando. Losgeketten Samra. Haben wir keine Super Ray gehabt. Da ja wir keine Rare mehr drin haben, haben wir. Ach doch, AI-Kontakt ist die Super Rare. Ist ein bisschen schwieriger, die Holo zu finden. So. Marinesess. Goki Mum. Zwei Promokarte aus dem letzten Special Edition. Knacker Zero Day. Wiederherschein des Bösauge. Und die Super Rare ist Wackerer Hai Lanzerkämpfer. Aha. Ein Exit Monster. Okay. Und das sind natürlich die World Premier Karten oder TCG Only Karten. Ganz süß gemacht diesmal, muss ich sagen. Mal sehen, ob die irgendwas bringen. Der Pendel ist ja nicht mehr so stark, wie man weiß, durch das neue Master Rule wieder. Tiefsee-Handwerkerin. Prävenz des Geisterpiraten. AIQ. Kreissägenhai. Und Todfeindschirm ist die Super Rare. Plünderpatrol. Das müsste auch, glaube ich, auch Pinderpatrol sein. Ne, alte Kriegerkarte. Okay. Aber man soll ja, glaube ich, das mal. Ich weiß nicht, ob die Ratio genauso geblieben ist mit den Secret Rares und Ultra Rares. Treppen der Post. Goki der Kraftlauger. Koknacker Virus Berserker. Koknacker Virus Schwertkämpfer. Und die weitere Ultra Rares der Plünderpatrol. Emblem. Auch ein ganz süß wieder gemacht. Wie gesagt, das Gute ist ja an den Karten, das ist ja alles von One Piece so ein bisschen abgekupfert mit Blackbeard und Redbeard und alles drum und dran. Ist eine ganz coole Idee. Ob es sich durchsetzt, wird man sehen. Ich bin nicht so der Meinung. Aber man darf ja mal hoffen. Gokimon. Gokutaka. Pianist. Super starker Samurai. Und Skype. Was? Geopiton? Ist die Super Rare. Ein bisschen von Mysterio von Spider-Man, meiner Meinung nach. Magischer Hund. Blaubart. Schwallmagier. Und Künstlerkumpel. Goki der Kraftlader. Todfeind. Treppen der Post. Kettensinghai. Und die Super Rare ist brennendes Ziehen. Das ist für groß die Salamander. Genau. Und dieser Drache, den wollen wir uns mal ganz kurz anschauen, weil der soll recht gut sein, der Tauit-Drache, oder wurde halt irgendwo announced, dass er gut ist.
Plus zwei Monster, die als Spezialsprung vom Exakt gesprungen wurden. Basierend auf den Karteneffekte, Fusionen synchronisiert. Fusionen, dein Gegner kann während der Battlephase keine Monster-Effekte aktivieren. Schon mal. Naja, okay. Welches das Monster aktiviert wirklich so irgendwie Monster-Effekte in der Battlephase? Kenne ich jetzt keine. Synchro, dein Gegner kann während der einer Main-Phase wieder Zauber verändern. Das ist ganz gut, ja. Und Exil, dein Gegner kann während der Main-Phase oder Battlephase keinen Effekt von der Friede aktivieren. Das ist auch ganz gut. Ja, er ist nicht schlecht. Er ist nicht schlecht. Mal gucken, wie er sich reinspielt in die ganze Sache. Da müssen wir mal. Ich glaube, das Earth Rocket Deck, meiner Meinung nach. Blutroter Resonator. Super Heavy Samurai. Co-Knacker. Herr der Drachen, Donnerdrachen. Und da haben wir die erste Secret Rare Kammer Drachenmädchen. Die Dragon Maids haben in diesem Set auch bekommen. Eine sehr, sehr schöne Karte auch dazu. Tut mir leid wegen der Klinge gerade. Sieht ganz süß aus. Und für Dragon Maid Spieler wahrscheinlich ein Muss. Nawaguki Eisenklaue. Und noch ein Super Heavy Samurai. So. Alter Krieger. Tiefsee Handwerkerin. Blutrosa Retornator. Torpedoabschuss. Und die Super Rare ist Rote Herrschaft. Das ist Alter Krieger. Blaubart und Super Heavy Samurai. Link-Ausbruch, Goldglöckchen, alter Krieger, Floridiens Frohlocken und die Super Rare ist Gachiri Ignister. Die bekommt auch nochmal Support. Und dann gucken wir mal, ob das ganze Deck noch dann durch ein bisschen besser wird. Es ist gar nicht mal so schlecht. Also in Amerika hat es einen kleinen Erfolg gehabt für die Tops und irgendein Original. Ist halt ein Deck, was halt sehr kreativ ist, aber halt wahrscheinlich auch sehr viel kann. Das muss halt ausgebaut werden mit verschiedenen Karten natürlich noch. So, Torpedoabschuss. Co-Knacker. Co-Knacker Ziodei. Aiku. Und Hexenwerker Enthüllung. Auch wieder für süße Mädchen eine Karte. Magischer Hund. Schwallmagier und Katastrophenkalbute. Und Roter Vertrauter. Dieser Rote Vertrauter erinnern sich vielleicht noch welche. Der kommt aus dem 5Ds Anime. War eigentlich ganz cool. Schade, dass natürlich Konami nicht gesagt hat, dass die letzten Folgen bei uns auch abgespielt werden. Aber nein. Weil es gab ja noch eine Season. Linkausbruch. Herr der Donnerdrachen. Goldlückchen. Princess. Und Feinstellerin Alomerus. Die soll auch ganz gut sein. Hat auch wieder ein schönes Artwork. Hier blende ich es euch mal kurz ein, dann könnt ihr den Effekttext lesen. Dann Trias. Königsungeheuer Barbaros. Der hat schon wieder neu. Okay. Schwallmagier und alte Krieger. Was haltet ihr von den Set allgemein und welche Karten interessieren euch da raus? Das könnt ihr gerne in den Kommentaren mal lassen. Ich glaube, die haben jetzt auch schon zum fünften Mal als erste Karte gehabt. Gogi, der Kraftlader-Oger. Todfeind. Treppen der Post. So ein geiler Name, wirklich. Das kannst du immer einen Postboten vorhalten, wenn er im sechsten Stock laufen muss. Treppen der Post. Ja, ja. Alte Krieger General. Genialer Zugekung. Ist die Super Ray. Nachtsichtdrache. Laternenhai. Und Roter Vertrauter und Zwielicht. Losgekettet Zwillinge. Entschuldigung. Ein paar Sprachfehler sind immer mit dabei. Kensinghai. Koknackervirus. Florinierendes Frohlocken. Goldlückchen. Und Super Rares verschiffene Plünderpatrouille. Katastrophal kalte Kyblania. Gott, diese Namen werden immer schlimmer. Richtige Zungenbrecher mittlerweile. So. Link-Ausbruch. Wieder ein Bösaugen. Fluchendiernis. Todfeind. Rosenmädchen. Oh, wieder auch ein schönes Artwork. Also,
Ich finde das echt hübsch, muss man sagen. Und eventuell vielleicht für die Pflanzendecks auch was Besonderes. Falls einer mehr auf einer Pflanze macht, die kontrolliert, auf dem Spiel auf Friede verlegt werden. Außerdem ist dem Spiel, kannst du die Karte als Spezialschule von deiner Hand beschwören. Falls sich ein Pflanzenmonster auf dem Spielfeld und diese Karte in deinem Friedhof befindet, kannst du deiner Hand hinzufügen und kannst den Effekt noch ein Spiel zu aktivieren. Ja, so schlecht ist es auch schon mal gar nicht. Ein Empfänger, 3 Sterne, Pflanze. Kann man nichts verkehrt machen. So. Tiefsee-Handwerkerin. Super Heavy Samurai. Kotknacker. Linkausbruch. Und Todfeind-Korridor. Ein Donnermonster. Alter Kriegersage. Großer Laman. Serboid X. Und David-Drache. Und ein Nachtsichtdrache. Herr Donner. Necros Prisma. XY, XYZ. Wiederbelebungsschwall. Parallel Exit. Und die Super Rare ist der alte Krieger. Ehrgeiziger. Ciao, de. Super Heavy Samurai. Großsalamander. Proxy F. Magierin. Und Nachtgitarre. Todfeind. Sie ist die Handwerkerin. Bis der Geisterpirat. Kreissägenhai. Und Super Rare gepanzertes Bitron. Alte Krieger. Guki Eisenklaue. Trias und Präsidiarzbind. So, sind nicht mehr viele. Zwei Desikoder fehlt noch. Und eine Ultra Rare. Goldhaar. Super Heavy Samurai. Blutroter Resonator. Exit Wiederbelebung Schwall. Und, den habe ich letztens durchgelesen, das ist gar nicht mal so verkehrt. Gefräßiger Krokodrache Architis. Fisch-Synchro-Effekt. Ein Empfänger und ein oder mehr Nicht-Empfänger-Monster. Erhält für jede Karte in deiner Hand von ATK und Def. Falls, du kannst diese Ineffekte von einmal pro Spielzug aktiv verwenden. Falls diese Karte als Synchro beschworen, kannst du Karten in Höhe der Anzahl der Nicht-Empfänger ziehen, für die als Synchro beschworen verwendet wurde. Also, wir haben mal 2, 4, 6, 8, Level 9. Das heißt, wenn du einen Empfänger und zwei Nicht-Empfänger hast, kannst du zum Beispiel zwei Karten ziehen. Einfach mal so. Pot of Greed in Monster. Nicht schlecht. Und der zweite ist ein Schnelleffekt. Du kannst zwei Karten abwerfen und dann eine Karte auf die Spielfeld wählen und zerstöre sie. Vielleicht für mehr ganz gut, dass ja für einen Wassermonster-Effekt announced wurde. Gar nicht so verkehrt. Ja, bin einfach total stolz. Die letzten 4 Booster. Gokimon. Marincess. Tiefseer-Handwerkerin. Goldhaar. Alter Krieger-General. Genialer Zunkung. Oh, dieses Namen wieder. Unfertiges Megalith. Laternheit. Tiras und alter Krieger. Und die Karten sind ein bisschen wieder verrutscht und stanzen. Naja. Was da wieder eine Änderung kam. So. Fünfte Mal, sechste Mal. Torpedoabschuss. Goldhaar. Alter Krieger. Kohlknacker. Und Magi Deutsche Promenade. Das ist die Super Rare. Die haben nämlich auch Support im ganzen Set. Großer Amanda. Alter Krieger. Höchstungeheuer. Und Tiefseegängerin. So, letzte 2 Boost-Packs aus dem Display. Wir werden hoffentlich nächste Woche noch 4 weitere Displays kriegen. Wir werden mal gucken, ob wir es schaffen. Zeitlich die aufzumachen, ein Opening für euch zu machen. Werden wir sehen. Aiku. Florendierendes. Herr der Donnerdrachen, Linkausbruch und Aya, die Wasserzauberin in Sanft. Die ist super rare diesmal. Wir erinnern uns, die anderen beiden waren nur rare, meiner Meinung nach. Genau. Und die gibt es auch nochmal im Starlight Rare in dem ganzen Set. Aber diesmal als super rare gemacht, ist gar nicht mal so verkehrt, weil sonst sind sie nämlich als OTS-Pack super rare. So, last but not least. Uns fehlt noch die 2. Secret Rare. Knacker,
Gukimum, Goldlettchen, Mikrodus Prisma. Und wir haben noch eine Ultra. Wir haben 5 Ultras und eine Sigrare. Lobhaus Schatten General Bosse. Das ist eine Fee. Ja, leider nur eine Secret Rare. Ein bisschen enttäuschend. Aber was soll man machen? Man steckt halt leider nicht drin, ne? Das ist die einzige Secret Rare in dem ganzen Set. Ja, wie gesagt, wenn euch das Opening gefällt, lasst einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. In der Beschreibung findet ihr nochmal unser Link zu Instagram, den Link zu Fantamian Game Center Berlin, da wo ihr bestellen könnt. Das könnt ihr euch dann da abholen oder es wird euch nach Hause geschickt. In der Corona-Zeit ist ja alles ein bisschen schwierig. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns und den Laden ein bisschen supportet. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.